Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... lost. Das ist diskutabel. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Voila. Was ist das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht... Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich.
wieso hast du nichts gesagt? Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizkörpers vor. Überall ist besser als hier. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt! Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Okay. Okay. Viel Glück mit der Karre. Was zur Hölle? Silas, das Wolfskind. Irks. Echt merkwürdig.
sind sie! Silent! Sprich mit mir, was ist? Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, atmen. Es ist okay im Wald, da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, los geht's. Okay. Okay. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Was ist das nur für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Oh, das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach... Ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Mark! Oh, fuck! Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Ja. Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und... Jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh? Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden?
rein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Oh. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay, kein Ding. Okay. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen jemand ist? Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Wieso sitzt der Kerl noch da? Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut? Nett, sie kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Cop, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist... diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Mams. Okay, es endet hier. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier Max, raus. Können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück.
Ist irgendwer daheim? Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Hey, fahren wir los? Ich hole kurz Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Hey. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Ja, okay. Ich wechsle. Mann! Soll ich helfen? Ja.
Du kennst Evil Dead. Du kennst Evil Dead, oder? Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Max? Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Max? Max! Max! Ich blute. Ich blute stark. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? In other words, please be true. In other words, I love you. I wish that you would kindly back to me.
Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wir sind doch jetzt Freunde, hast du selbst gesagt. Such weiter. Nur du kannst sie finden. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.